wünsche Ihnen jetzt einen ganz herrlichen, unterhaltsamen Abend mit Cheers! Vaters Todestag, Schwesterherz. Heute vor einem Jahr starb er. Heute ist mein Geburtstag, Schwesterherz. Es war ein kalter, regnerischer Tag. Ich weiß noch, wie wir um sein Bett herum saßen. Ich hielt seine kalte, leblose Hand. Die Kälte kroch mir in die Knochen und draußen war es. Wird das jetzt jedes Jahr an meinem Geburtstag so laufen? Heute ist es warm, Mann. Könnte sogar die Fenster offen lassen. Vor 11 Jahren sind wir aus Berlin hierher gekommen und Vater hat das Hotel gegründet. 11 Jahre. Alles kommt mir vor, als wäre es gestern gewesen. Zu dieser Jahreszeit blüht Berlin auf. Jetzt nach Berlin. Psst, Maya, was soll das? Du weißt doch, ich hab Kopfschmerzen, Schwesterherz. Mein Kopf tut so weh, weil ich mich jeden Tag mit diesen TikTok-verseuchten Görn herumschlagen muss. Im Gegensatz zu euch beiden arbeite ich jeden Tag, von früh bis spät. Ihr seid echt nicht mehr zu retten. Ich bin jetzt schon bereit für die Rente. Ich dachte, du bist immer gerne in die Schule gegangen. Die Schule? Die Schule hat alle Kraft aus mir herausgesaugt. Tropfen für Tropfen. Ich habe gelesen, man solle am Tag mindestens 3 Liter trinken. Bin wieder da. Ey, Tamara! Mit einem Arm kriege ich 50 Kilo hoch. Mit 2 Armen 200, vielleicht sogar 250 Kilo. Was lernen wir daraus? 2 Männer sind nicht nur doppelt so stark wie ein Mann. Sollen vielleicht sogar 3-mal so stark oder 4-mal so stark? Ja, Sven. Männer sind stark. Stabil, ja. Du, ich bin so froh, dass das bei Ferdi und mir keine Rolle spielt. Oioioi. Und laut Net-Doktor genügen 2 Tropfen Spiritus vermengt mit etwas Mottenpulver für volleres, dichteres Haar. Das muss ich mir notieren. Du brauchst doch keinen Net-Doktor, Theodora. Du bist selber Doktorin. Stoßen wir auf mich an. Ach, das mit der Doktorin, das kannst du lassen.
Aber das mit dem Anstoßen gefällt mir immer, Isabel. Ein Toast! Ein Toast? Ein Toast! Jawohl, kommt sofort! Der Mensch muss arbeiten. Egal wer, das ist Glück. Es muss herrlich sein, morgens aufzustehen, zu hasseln, bis man abends ins Bett fällt. Was Sinnvolles zu tun. Man muss doch irgendeinen Beitrag leisten. CO2 kompensieren, Bäume pflanzen, Züge bauen oder sowas. Die Welt einfach ein bisschen besser machen. Auf die Deutsche Bahn! Du sagst es, Paul. Wie du arbeitest, will ich sehen, Easy. Guess what? Easy ist mittlerweile erwachsen. Also ich werde nicht arbeiten. Aber das tust du doch, Theodora. Und zwar hier, in diesem Hotel. Stimmt, ich vergesse mal, dass du hier arbeitest. Als was nochmal? Als Hotelärztin. Hast du nicht was vergessen? Wäre außerdem schön, wenn man davon ab und zu mal was merken würde. Ja, herzlichen Glückwunsch, Theodora. Toller Job. Aber hey, in 20 Jahren ist sie doch eh tot. Wenn sie davor nicht an einer Alkoholvergiftung gestorben ist. Nee, aber mal ehrlich, warum soll ich denn arbeiten, wenn es immer alle Menschen besser wissen? Man selbst richtet doch nur Schaden an. So ein Stuss. Alma, gibst du der Theodora bitte ein Glas Wasser? Wo willst du hin? Heim. Nein, Maya. Wir feiern jetzt, Mann. Ganz genau. Als Papa noch da war, war die Bude noch voll. Überall Musik. Freunde von überall her. Und jetzt? Tote Hose. Ich hab keine Lust. Ey, du verdirbst mir den Tag. So, wer bekommt den Toast? Was denn für ein Toast? Gerade eben hieß es doch noch ein Toast. Nee, Alma, es hieß ein Wasser für Theodora. Mann. Ich brauch kein Wasser. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, liebe Isabel, happy birthday to you. Paul, kannst du mir bitte mit der Türe helfen? Hallo Schatz. Hi Schatz. Wow, sieht der toll aus. Ja, ich finde auch. Ich habe den gerade erst abgeholt. Da wird sie sich bestimmt freuen. Oh, ja. Oh, ein Kuchen. Perfekt. Am besten hierher. Danke schön. Toll. So. Der Kuchen, der ist ein Geschenk aus dem Landratsamt. Von Philhard Pete. Danke. Wer? Pete. Philhard Pete. Vom Landratsamt. Ah, ja. Och nee, den kann ich nicht leiden. Ich hätte gerne noch einen Martini. Kommt sofort. Brumm, brumm, brumm. Ein Teddy? Der ist ja grauenhaft. Was war das denn, Theodora? Der Berliner Bär. Berlin, versteht ihr? Berlin. Isabel, meine Liebe. Ich kenne dich nur seit deiner Geburt. Damals in Berlin habe ich dich in meinen Armen gehalten. Eure Mutter hätte gewollt, dass ich bei euch bleibe. Sie war und ist die Liebe meines Lebens. Ein paar Tage später war sie dann tot. Olivia, reiß dich hier zusammen. Und ich konnte sie nicht retten. Willst du damit sagen, dass ich schuld an ihrem Tod bin? Was ich ja völlig vergessen habe zu erzählen. Ein neuer Musiker kommt nach Konstanz. Im Bürokalender steht, er wolle heute vorbeikommen, richtig? Ja, genau. Andreas hat ihn gebucht und er will ihn jetzt regelmäßig hier auftreten lassen, als Modernisierungsmaßnahme. Das sieht Andreas gar nicht ähnlich. Und das habe ich ihm als seinen Finanzberater auch nicht empfohlen. Aber ich berate ja auch bloß. Wer soll das sein? Eigentlich ein junger Typ um die 30? Seine Frau soll wohl mental ein bisschen angeschlagen sein. Deswegen sitzt ja auch hier der Bodensee, die gute Luft, die Natur. Ihr wisst schon, ihr wisst schon. Ja, und schließlich kennt er die Familie von früher. Also noch vor seinem großen Durchbruch. Euer Vater hatte einen wirklich vielfältigen Musikgeschmack.
Aber um die Finanzen mache ich mir große Sorgen. Guck mich nicht so an, Ferdinand. Ich bin aus den Finanzen raus. Das ist jetzt Andreas Job. Nicht, dass ich es nicht gemacht hätte. Was für eine Reise, was, Olli? Das kannst du laut sagen. Herzlich willkommen im Grand Hotel Imperia. Sommers Seeluft Spätburgunder. Sie haben reserviert? Wolf und Gesunke, mein Name. Mein Manager, Oliver Neuhaus. Guten Tag. Und mein Sohn, designer Asset. Wir haben reserviert. Alexander Schiller. Sehr erfreut. Schau ich gleich mal nach. Oder schauen Sie mal unter DJ Moonlight. So habe ich mal früher genannt. Ach, Sie sind DJ Moonlight? Ja. Nennen Sie mich doch Wolfgang, bitte, ja. Wolfgang? Sehr gerne. So, hier sind Ihre Schlüssel. Suite 101. Herzlich willkommen. Danke. Asset, der Rest des Equipments, bitte, ja. Ja, okay, Moon. Olli, hilfst du mir? Mach ich. Herzlich willkommen, Wolfgang. Können wir etwas zu trinken anbieten? Einen Dirty Martini vielleicht? Spezialität des Hauses, hauseigene Mischung. Der Herr des Hauses, Gott hab ihn selig, hat ihn zu Ehren seiner erstgeborenen Tochter Olivia zu seinem Lieblingsdrink auserkoren. Er ist ja auch mit Oliven. Und seitdem trinken wir ihn. Cheers. Danke, warum nicht? Einmal? Kannst du mir auch noch mal einen machen? Ja. Ja, Leute, kennt ihr Wolfgang noch? DJ Moonlight? Nee. Jetzt erinnere ich mich. Nicht zu fassen, wie ihr euch verändert habt. Sie kommen doch auch aus Berlin, hat Ferdinand erzählt. Ja, richtig. Ja, er hat damals für euren Vater gelegentlich aufgelegt. Echt? Papa stand noch auf was anderes als die Glockenbacher Herzdame? Ja, Berlin halt. Mach dir keine Sorgen, Alexander. Ich hab schon an alles gedacht. Du kennst mich doch, mein Guter. Moment. Was hast du in dem Koffer? Eigentlich brauchen wir das. Das ist mein erster Synthi. Ah. Er muss immer mit. Der DX7. Weißt du noch, Olli? Dein erster Synthi, das waren die geilen Zeiten, als wir deine Garage produziert ja, haben. Ja, ist dann wirklich geil jetzt. Wirklich. Wilde Sounds, die wir da gebastelt haben. Das waren sie. Dein Gesicht kenne ich noch, glaube ich. Mein Gesicht? Ja. Du bist der älteste Lieder, richtig? Da musst du Maya sein. Und du bist die jüngste? Easy hat mir mal zu dir gesagt, richtig? Isabel. Ah. Habt ihr hier irgendwo einen Starkstromanschluss? Ach, natürlich, folgen Sie mir. Und Sie sind also wirklich aus Berlin? Ja. Da gehen wir auch wieder hin. Wir sind ja da geboren, am Savignyplatz in Charlottenburg. Jetzt erinnere ich mich. Damals hatten Sie noch blonde Haare. Mein Gott, Sie sind auch alt geworden. Älter, Maya, älter! Ich finde ja, Sie sehen vielleicht noch großartig aus. Danke. Na, Maya, was ist denn? Wo haben Sie denn gewohnt? Auch am Savignyplatz. Aber hier ist es auch wirklich herrlich. Der See, die Natur, ihr wisst schon. Ja, und überall Mücken. Ich hab das Gefühl, hier kann man so richtig durchatmen. Nur die Zugverbindung ist nicht so der Hit. Da braucht man eine Weile, bis man in die Großstadt kommt, ne? Kann ich alles haben. Wenn ich den See sehe, dann brauche ich keinen mehr mehr. Sven, du wolltest Staub wischen. Ja. Ich kannte Ihre Mutter. Eine herzensgute Frau. Ja, sie ist in Berlin begraben. Unser Vater nicht. Sven! 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 Stell Vati wieder hin! Mein Gott, ich fange langsam an, Mamas Gesicht zu vergessen. So wird es uns allen mal ergehen. Wir vergessen und werden vergessen. Ja, wir werden vergessen. So ist das Leben. Ich meine, wir kommen auf die Welt, hinterlassen unsere Fußspuren auf hier, aber irgendwann wird auch da wieder Gras drüber gewachsen sein. Hauptmann. Die Luft scheppert. Schlechter Witz. Ich meine, unsere Wahrheiten werden wahrscheinlich irgendwann für Blödsinn gehalten werden. Und dennoch entwickelt sich alles weiter, ne? Wie gesagt, Hauptsache die Luft scheppert. Auf das die Luft scheppert, die Vögel! Hallo Mama! Schön! Ja, mir geht's gut. Brauchst du Hilfe beim Umtopfen? Okay.
Du, ich bin auch gerade auf der Arbeit. Ja, Ferdinand ist auch hier. Ja, dem geht's gut. Klar, richte ich ihm sehr gerne aus. Ja, natürlich bekommst du was zu trinken, Andreas. Tschüss. Das ist übrigens unser Bruder. Er hat hier nach Papas Tod die Geschäftsführung übernommen. Vater hat sie ihm übergeben. Komm schon, Andreas. Komm mal rüber. Anscheinend ist er ja gerade verliebt in dieses fürchterliche Mädchen vom Landratsamt. Ihr müsstet mal sehen, wie die sich kleidet. Also wenn ihr mich fragt, ist Andreas nicht wirklich verliebt, sondern möchte sich nur um Buchhaltung drücken. Angenehm, Wolfgang. Andreas. Dieter Moonlight, er ist berühmt. Ah, stimmt, ich soll ihn ja buchen. Wolfgang kommt aus Berlin. Ach, dann werden die meine Schwester sich ja keine Ruhe lassen. Ach, im Gegenteil. Ich habe das Gefühl, ich gehe schon auf die Nerven. Nein, Unsinn. Andreas, bleib doch hier. Du gehst immer so schnell wieder. Komm schon, Andreas, Mann. Ich habe heute Geburtstag. Was ist nicht los? Jetzt stell dich doch nicht so an. Jedes Mal müssen wir dich dazu zwingen, dich mal blicken zu lassen. Du bist einfach so ein Stubenhocker, Andreas. Das sieht man dir im Übrigen auch an. Du bist sehr blass. Na, Andi, kommt dein Crush heute noch? Warum bringst du sie nicht häufiger mit? Die Natur hat uns für die Liebe geschaffen. Ich habe letzte Nacht kaum geschlafen. Ich möchte mich einfach wieder hinlegen. Du hast doch eh nur wieder die ganze Nacht gezockt. Nein, ich muss mich um unsere Steuererklärung kümmern. Ah, da bist du ja. Ja, genau. Die Steuererklärung brauche ich nämlich bis morgen. Andreas, morgen ist die Deadline. Und diesmal lässt du dir die Arbeit nicht wieder von deiner großen Schwester abnehmen. Exakt. Mich brauchst du gar nicht so anzuschauen. Du musst das jetzt lernen. Das ist jetzt dein Job, Bruderherz. Wir setzen uns jetzt besser mal dran. Macht doch lieber eure Hausaufgaben. Grüßt euch, liebste Familie. Natürlich ganz besonders dich, mein Schwätzelein. Gestatte mir, liebster Schwägerin in Aspik, dir zum Geburtstag zu gratulieren und von Herzen alles erdenklich Gute zu wünschen. Zur Feier des Tages überreiche ich dir dieses Buch. Alternative Lehrmethoden und ihre Anwendungen von mir selbst geschrieben, um meinen intellektuellen Gedanken Raum zu geben. Keine große Sache, aber sei so gut und dies ist trotzdem. Brandhuber, Carsten Brandhuber, Lehrer für Latein, Deutsch, Französisch und Gemeinschaftskunde. Übrigens, hinten im Buch findest du eine Liste mit den bedeutendsten Lehrkräften unserer Schule. Mein Name darunter. Und den der erfolgreichsten Schüler. Ingenium meum hodie, detibi gaudium. Danke. Möge dir mein Talent heute Freude bereiten. Ha, weißt du, ich glaube, dein Talent hat mir zu Ostern schon mal Freude bereitet. Dann wollen Sie es wahrscheinlich lesen, Herr... DJ Moonlight. DJ Moonlight. Wolfgang, warum nicht? Vielen lieben Dank. Ist sie, hat jemand heute Geburtstag? Ja, easy. Sie wird süße 21. Na, dann wünsche ich dir auch. Von ganzem Herzen. Alles Liebe. Jetzt darfst du dir ins Casino, wa? Ja, danke. Einmal zwei Martini, bitte. Heute, meine Lieben, ist Sonntag. Der Tag der Ruhe. Wir wollen uns alle mal ein wenig entspannen. Niederwiegen. Und wir kann. Schon die alten Römer wussten bekanntlich, ein gesundes Gleichgewicht herzustellen zwischen Arbeit und Freizeit. Mens sana in corpore sano. Mensch, da fällt mir ein, wir brauchen noch Sahne für den Kuchen. Nur in einem gesunden Körper kann sich auch ein gesunder Geist entfalten. Das Wichtigste im Leben ist die Form. Was die Form verliert, verkommt. Ich war leider. Sie liebt mich. Meine Frau liebt mich. Seit nunmehr 5 Jahren bin ich der glücklichste Mann und sie die glücklichste Frau auf dieser Welt. Ja. Heute bin ich gut drauf. Und zur Feier des Tages, liebste Isabel, habe ich die Glockenbacher Herzdamen damit beauftragt, dir ein Geburtstagsständchen zu offerieren. Sie wurden ja noch eingesetzt durch euren seligen Vater. Und so gelingt es uns, deinen Geburtstag und seinen Todestag unter einen Hut zu bringen. Herr Kasumke, das ist Konstanz. Ich glaube, ich gehe mal duschen, ja? Wie dem auch sei. 1, 2, 3.
Bühne frei für die Glockenbacher Herzen. Hallo. Ach, es ist plötzlich
plötzlich so windig da draußen und die armen SchülerInnen sind trotzdem auf der Straße. Ich hoffe, ich bin nicht allzu spät. Andreas, deine Natalie ist da. Gib mir doch deinen Mantel. Ah, Isabel, da bist du ja. Alles Gute zum Geburtstag. Freust du dich, dass DJ Moonlight jetzt bei uns auftritt? Das war unsere gemeinsame Idee. Toll, danke. Willst du nicht diese Schuhe auch noch ausziehen? Und den Gürtel vielleicht auch? Der passt nicht so gut. Oh, ich dachte, das passt ganz gut. Nein, nein, das ist nicht gut. Deine Kleidung ist 3 Minus. Natalie, wie schön. Freue mich, dich zu sehen. Kannst du heute Nacht hier übernachten, schlafen, sind auch im Hotel und so? Ich weiß nicht, vielleicht sollte ich auch wieder gehen. Warum denn das? Alle schauen mich so komisch an. Ich schäme mich irgendwie, wenn ich jetzt bleibe. Also, ich fänd's schön, wenn du bleibst. Es ist doch alles in Ordnung. Ich weiß selbst nicht, warum ich mich in dich verliebt hab. Heiraten? Ich hab zwar keinen Ring, aber... War das ein Ja? Ja! Ja, ich kann! Nicht. Ich bin vieles und ein Ganzes, ein Gemeinwesen. Ich werde von vielen Milliarden, Billiarden, Trilliarden bewohnt. Wir fressen Scheiße zu einer Zeit, zu einer bestimmten Zeit, zu einer Zeit ziehen wir los. Wir ziehen los mit ganz großen Schritten. Wir sind eine Herde, ein Rudel. Man kann sagen, eine Gruppe von Individuen. Wir bewegen uns in Reihen. Wir ziehen los mit ganz großen Schritten. Und Erik fasst der Heidi von hinten an die Schulter. Das hebt die Stimmung, ja, da kommt Freude auf. Manche von uns führen die Dummen in die Irre. Wenn wir dem Falschen folgen, sterben wir. Becher macht uns Angst. Ja, Angst. Hier fliegen gleich die Laser aus dem Käse, denn nun geht sie los, unsere Bolognese. Von Blankenese bis hinter Wuppertal. Wir sind zum Verzehr geeignet. Aber wir sind wichtiger für euch. Wichtiger? Ihr braucht uns dringender als jemals zuvor. Wir sind die großen Herdentiere der Erde. Ihr könnt es zu uns gehören. Also macht Platz!
Mutter, die Angebetete, die Gnadenlose. Auch ich bin Mutter und Vater. Und ich bin Einsamkeit. Ich bin euer Leben. Ich bin euer Tod. Ich bin euer Grab, eure Verwandlung, eure Wiedergeburt. Eines Tages. Bald. Hier aufräumen. Alle lassen immer ihre Gläser überall stehen. Und keiner räumt sie weg. Immer muss ich das machen. Was ist eigentlich mit Alma? Keine Ahnung. Dann muss ich noch in die Apotheke. Boss Mae ist wahrscheinlich erkältet. Ich weiß nicht, wie schlimm das bei Babys sein kann. Ich auch nicht. Mir wäre es lieber, wir würden Wolfgangs Auftritt heute Abend verschieben. Auftritt kann es nicht Olivia machen? Olivia! Die Arme, sie arbeitet doch eh schon so viel. Meine Güte, sie ist immer noch auf der Arbeit. Dabei ist es schon 8:45. Vielleicht sollten sie tauschen, bis es draußen wieder wärmer wird.
Was sagst du dazu? Wozu? Theodora, siehst du bitte mal nach Bossemael? Ja. Magst du vielleicht Isabel fragen, ob sie ihr Zimmer mit Bossemael tauschen würde? Nur bis er wieder gesund wird. Oder? Hm? Andi? Sagst du nichts dazu? Irgendwas wollte ich doch noch. Guten Abend. Genau, ich wollte mich bei Philat melden. Philat? Bitte, Philat, bitte. Theodora. Bleibst du so lange bei Bossemael? Ja, Bossemael, wir verstehen uns doch, hä? Andreas? Ich habe deine Abrechnung überprüft. Wir waren ein paar Unstimmigkeiten. Ich brauche einfach Belege von dir. Kann mir das nicht jemand anders machen? Es ist echt schon spät. Und nein, wir schreiben rote Zahlen, Andreas. Alles wird teurer. Ich habe echt nicht den Kopf dafür. Du musst das korrigieren. Ich brauche das bis morgen. Schaffst du das? Ich kümmere mich drum. Gut, dann gehe ich jetzt heim. Paul hat gekocht und da will ich natürlich nicht zu spät kommen. Und du, mein Kleiner, schaust, dass du wieder gesund wirst. Und wir zwei gehen jetzt auch auf einen kleinen Spaziergang, hm? Mit der Doktorin. Meine Damen und Herren, mein Name ist Enrico Augustus Heinrich und ich begrüße Sie zu den Brennpunkt-Nachrichten. Die Niederburg soll abgerissen werden. Für den Hochwasserschutz und für die Sicherung der Einnahmen aus dem Gewerbegebiet, so beschließt es die Stadt Konstanz am Freitagabend. Seitdem nehmen die Demonstrationen immer größere Ausmaße an. Protestierende haben das Münster belegt. Gestern Abend kam es zu Ausschreitungen. Sicherheitskräfte wurden mit Gesangbüchern beworfen. Zwei Polizisten sind leicht verletzt. Diese Wut bei den Konstanzer und Konstanzerinnen ist die logische Konsequenz von dem Beschluss, den Heroseepark abzureißen für den neuen Tesla Tower. Es ist unklar, wie die Lage sich weiterentwickeln wird. Mein Name ist Enrico Augustus Heinrich und ich bleibe für Sie auf dem Laufenden. War ich gut zu sehen? Ja, weil ich hatte das anders. Naja, es war schon anders, als Papa gestorben ist. Plötzlich waren wir so auf uns gestellt. Möchtest du was trinken? Ja, gerne. Zwei Martini bitte. Als ich vor 7 Jahren mit Carsten zusammengekommen bin, habe ich alles noch ganz anders gesehen. Ich war ja gerade mal fertig mit der Schule und er war schon Lehrer. Naja. Er ist so grob, hat überhaupt kein Feingefühl. So ist es mit den Partnern, sie treiben einen im Wahnsinn. Alles in Ordnung? Ach, meine Frau zu Hause muss mir ständig Sorgen machen. Gerade heute war sie in einem besonders schlimmen Zustand. Direkt nach dem Frühstück gab es den ersten Streit. Ich musste einfach raus.
Tut mir leid, normalerweise beschwere ich mich nicht so viel. Das ist schon okay. Ist auch okay, sich mal aufzukotzen. Danke. Schön mal so reden zu können. Ja. Bei meinen Schwestern habe ich immer das Gefühl, sie wollen mir nicht zuhören. Ich fühle mich wohl im Hotel. Es ist wie eine eigene Welt. So weit weg von all den Problemen. Ja. Ich fühle mich wohl bei dir. Doch wirklich, du inspirierst mich, du bringst mir frische Gedanken. Wolfi, hör auf. Das ist nicht richtig. Was ist schon richtig? Gar nichts los. Eben. Total langweilig da. Ich habe nichts zu tun und räume nur auf. Wenn du willst, komme ich jeden Tag vorbei. Guck mal, Maja und Wolfgang sind auch da. Dürfen wir uns zu euch setzen? Ja, klar. Ich bin sowas von fertig. Ich finde, du siehst fantastisch aus. Ich muss mir echt was anderes suchen. Der Job im Lago, der macht mich komplett fertig. Der ist so uninspirierend, so kalt. Mittlerweile träume ich schon nachts davon, wieder in Berlin zu sein. Ich will einfach nur noch hier weg. Sag mal, Alma, ist da süßer Sprudel drin? Huch, ja, da habe ich wohl was verwechselt. Huch, ich stecke denn schon wieder. Nun auf geht's, wir müssen endlich aufbauen. Wir sind schon etwas knapp dran. In etwa 2 Stunden soll es losgehen. Wo soll man überhaupt aufbauen hier? Ehrlich gesagt, Ladies. Wir stellen uns hier vorne. Was meinst du, Olli Molli? Da bin ich im perfekten Spotlight, oder? Ja, aber ein Sinti passt ja nirgendwo hin. Dein Sinti. Ja, dann lass uns doch da drüben aufstellen. Da hat Alexander Platz für sein Sinti. Der Bass drückt auch besser. Wir waren halt ein bisschen weiter weg. Jungs, wir müssen uns verkaufen. Man soll mich sehen, ja? Ich will Spotlight. Okay. Du willst Spotlight. Du kriegst dein Spotlight. Alexander, hier geht leider nur das kleine Pult. Ja, toll. Was ist das hier? Lass uns aufbauen. Dachte ich mir, ne? Nimmst du den Koffer? Hier. Ja. Ist ja gut. Ich würde euch gleich mal Soundcheck machen wollen, Asset, ja? Alexander, ohne meinen Synthesizer bin ich erst mit nur 10 Minuten startklar. Ich finde, wir sollten uns generell mal um eine neue Soundanlage kümmern. Die neuen Subwoofer leisten einfach um einiges mehr. Nur damit man sie in ein paar Jahren wieder austauscht? Es lebe der Kapitalismus! Es sind doch immer die gleichen Dinger, die anders verpackt werden. Ich sehe in den letzten 20 Jahren eigentlich überhaupt keinen Fortschritt in der Lautsprecherentwicklung. Der Einzug von diversen Wundermaterialien hat doch was mit Marketing zu tun. Sag ich doch! Die Technik bleibt immer dieselbe und deshalb ich auch mein Synthi weiter benutzen. Boys, meine Jungs, wenn man sie verkaufen will, das müssen wir unten irgendwie schaffen, ja? Da muss auch was auffahren, versteht ihr? Aber wenn ihr euch unwohl damit fühlt, neues Equipment anzuschaffen, ja? Dann könnt ihr mir das sagen, dann können wir darüber reden, dann denken wir darüber nach. Ja, ja, ins Full Moon. Alles gut, Mann, alles gut. Mach nee, das ist Unrecht. Ich sage, Kohlrabi ist ein Gemüse. Nee, Wasabi ist ein Meerrettich. Nein, das stimmt doch nicht. Kohlrabi ist Gemüse. Das stimmt das. Was soll Wasabi denn sonst sein? Gemüse. Kohlrabi ist Gemüse. Meerrettich. Gemüse. Das muss ich mir nicht anhören, ey. Hier steht's. Guck's dir an. Ja, ey. Ich brauch jetzt erstmal einen Drink. Einmal machst du mir gleich 2. Ja. Könnt ihr bitte Krach aufhören? Danke. Also, wir sind ready. Nun, du bist dran. Perfekt. Dann spielen wir Hafers im Soundtrack. Was soll das denn sein? Da wirst du schon sehen, ne? Just a little bit of the old milk.
Gib mir Hafer. Leute! Gib mir Hafer. Gib mir Hafer. Gib mir Hafer. Ich bin. Was soll das heißen? Er ist doch nicht so gut, oder? Und mir schmecken lassen. Du bist so furchtbar, Sven! Komm, hol doch! Sven! Wolfgang! Wolfgang, wo bist du? Verdammt, komm nach Hause und schon wieder bist du nicht da. Luna ist ein ganz toller Mensch. Sensibel, ich sollte wirklich. Die Quackermuschel! Quackermuschel und andere exotische Tierarten breiten sich am Bodensee aus. Der große Höcker-Flohkrebs ist ein räuberischer Flohkrebs, der andere Flohkrebsarten und kleinere Tierarten, mit denen er um den Lebensraum konkurriert, verdrängt oder frisst. Südkurier. Hörst du, Maya? Die Quackermuschel. Quacker. Andi! Quacker. Andi! Wir wollten doch noch wegen Bossemeyers Zimmer fragen. Jetzt? Es geht Bossemeyer nicht gut. Ja, jetzt? Das hatten wir doch besprochen! Fang nicht mal von vorne. Weißt du, wenn ich allein bin, ist echt alles in Ordnung. Aber so viele Leute machen mich einfach ganz irre hier. Ich mag dich doch trotzdem. Nee, das klang gerade aber noch anders. Das war nicht so gemeint, okay? Was jetzt eigentlich mit eurem Auftritt da? Wir haben ein paar unerwartete Probleme. Und im Mund können wir den Gig nicht machen. Ernsthaft? Ich glaube, er kommt heute nicht mehr. Ey, die Glockenbacher Herzdamen! Die kann doch einspringen! Oh, das hätten wir von Anfang an so machen sollen! Na, dann hol ich die Hut mal! Nein! Nur über meine Leiche!
Und wir haben hier da die Crew von DJ Moonlight. Moon. Bedeutet der Umzug von DJ Moonshine von Berlin nach Konstanz sein Karriere aus? Nein. Ich habe Informationen, dass seine Beats eigentlich von Ihnen kommen, Herr Alexander. Eine Stellungnahme bitte. Meine Beats nutzt Moon schon lange nicht mehr. Früher waren wir noch ein Team. Jetzt fühle ich mich nur noch als ein Handlanger. Kam deswegen der Karriereeinbruch? Ja, gut möglich. Unsere Fans und den Unterschied sofort bemerkt. Ja, hey, jetzt reicht's aber. Wir ziehen keine Stellung zu Gerüchten. Suchen Sie Ihre Geschichten woanders. Weg hier. Alexander, reiß dich zusammen. Ich hab auch so einen Hals. Ich hab auch keinen Bock mehr auf diesen Zirkus. Aber so kannst du nicht mit der Presse reden. Pass auf, was du sagst, okay? Okay? Ja, okay. Also. Hey, Isabel. Aus, sollen wir nach dem Club gehen? Sven, lass mich in Ruhe. Sven? Ja. Jetzt kannst du doch fragen. Was nochmal? Meine Güte. Isabel. Boss, in der Ehe geht's nicht gut. Sein Zimmer ist viel zu kalt und ohne Licht. Wir fänden es besser, wenn er in dein Zimmer könnte. Nur, bis er wieder gesund wird. Und ich? Soll ich dann in sein Zimmer oder was? Du kannst auch so lange zu Olivia ins Zimmer. Das ist groß genug. Macht doch, was ihr wollt. Ich bin müde. Danke dir, Isabel. Was ist denn hier los? Keine Party? Ah, draußen wartet Phil an Petö. Bist du mit ihm verabredet? Nein. Andreas bringt Bosse Mael ins Bett. Ich gehe mal an die frische Luft. Boah, ich saß bis jetzt noch beim Elternabend und dann kam auch noch der Seehass wegen dieser unsinnigen Niederburgaufstände nicht. Ich hab solche Kopfschmerzen. Ich bin so zu kotzen hier. Ach so. Morgen ist Samstag. Wenn wir erstmal wieder in Berlin sind, mache ich echt was anderes. Sei nicht zu stolz.
Was weißt denn du von meiner Einsamkeit? Noch hab ich nichts aus eurer Welt vermisst. Und käme das dereinst, so holt ich's mir und bräucht es nicht geschenkt. Wisst ihr denn, was ich euch opfern soll? Drum reift, seht her in meiner Hand, dem ihr mitnichten euch erwehren könnt. Ich bin euer Leben. Ich bin euer Tod. Ich bin euer Grab. Eure Verwandlung. Eure Wiedergeburt. Eines Tages. Bald. Gleich. Zwei Martinis. Nur keine falsche Scheu, wer möchte? Martinis sind der Inbegriff von Stil und Weltgewandtheit. Wer an einer Bar eine Martini bestellt, zeigt, ich kenne mich aus. Wem darf ich denn einen anbieten? Gut. Einmal der Herr hier, Sie haben schon Spaß. So, ich mache jetzt endlich Pause. Die Kollegen im Flur machen noch mehr Martini. Und in 20 Minuten hat die Rezeption wieder für Sie geöffnet. Cheers! Schon aufgeregt? Das ist doch nichts. Ich bin mal gespannt, wie sie performen. Ich drücke die Daumen. Du wirst super sein. Danke, Schatz. Auf Posten in einsamer Nacht, da steht ein Soldat und hält wahr. Träumt von Hanne und dem Glück, das zu Hause blieb zurück. Die Wolken am Himmel, sie ziehen ja immer zur Heimat dahin. Und das Herz, das denkt ganz still für sich dahin. Einmal auch ich. Leute, hey. Das ist doch nichts, ja? Ich zeige mal, wie das geht, okay? Kannst du es besser, oder? Ja, ich glaub schon. Bisschen Party, wa? Es geht alles vorüber, es geht alles vorbei. Ob jeden Dezember, ob heute wieder ein Mai. Es geht alles vorüber, es geht alles vorbei. Doch zwei, die mich lieben, die bleiben sich treu.
uns die letzten Jahre zur so noch ausgenutzt. Ich fasse es nicht, wie er Luna hintergeht! Komm, lass uns gehen. Komm, das sehen wir uns nicht länger an. Wolfi? Vom Wälster zum Hausmann. Was mich da alles für seine Muse tut. Konstanz verändert einfach einen. Ostemael, bitte, nicht auf die... Ostemael, runter hier, bitte, nicht auf die Palme. Der Boden ist Lava, aber Ostemael ist schlauer. Ostemael! Rausspielen. Aber nur vor die Tür. Ja. Und deine Hilfskräfte nicht. Ja. Und vergiss deine Regenkleidung nicht. Ja. Deine Regenjacke. Ja. Und dein Regenhut. Ja, Mami, nein. Willkommen im Grand Hotel Imperia. Sonne, See, Luft, Spätburgunder. Well, well, well. Our room, please. I'm fucking tired. Übrigens, für Flutopfer stellen wir die erste Etage zur Verfügung. Also, eins mal klarzustellen, ja? Wir sind keine Opfer. Natürlich nicht. Und Ihre Namen? Heide Gotthard. Gott wie Gott. Hm? Und Hart wie Hart. Ja. Und Sie? Ja, er auch. Gotthard. Und Ihr Vorname? Gotthard. Das habe ich schon notiert. Jetzt bräuchte ich noch Ihren Vornamen. Gotthard, mit D. Wissen Sie, er hätte Schaf mit Nachnamen geheißen. Und als wir geheiratet haben, habe ich mich strikt geweigert, seinen Namen anzunehmen. Sie hätten Heide Schaf geheißen.
Ich verstehe. Aus Liebe, nicht wahr, Honey? Aus Liebe hat er meinen Namen angenommen. Gotthard. Ja, unfortunately, sein Vorname war halt auch Gotthard. Mit einem D am Ende aber. Sie heißen also Gotthard Gotthard. Einmal mit einem D und einmal mit einem T am Ende. You got it, Sweetheart. Hier sind wir geschlissen. Gotthard Gotthard also. Darf ich Ihnen was zu trinken anbieten, Gotthard? Möchtest du was trinken? Ja, yeah, gerne. Ja. Yeah. Oh nein, Martini nicht. Wir nehmen zwei Cosmopolitan. Ja, Martini? Oh. Olivia, kennst du Kosmopolitik? Ich schaff das nicht alleine. Hallo, Mama. Hast du Schmerzen? Okay, ich komm, ja. Sicher? Bist du ganz sicher, Mama? Okay, aber ich komm direkt nach der Arbeit, ja? Okay, und pass auf dich auf, bitte. Nein, mach dir keine Sorgen. Ferdinand und ich kümmern uns um dich, ja? Versprochen. Okay. Ja, aber ich komme direkt nach der Arbeit, ja? Okay, hab dich lieb. Olivia, ich tue für dich, was ich kann. Aber wenn ich irgendwann nicht mehr kann, dann heißt es, hau ab. Wo soll ich denn hin mit über 100? Alma, du bist noch lange keine 100 Jahre alt. Entspann dich. Du wirst hier nicht rausgeworfen. Wo ist mein großes Küchenmesser? Ich habe das vorhin irgendwo gesehen. Ganz, ganz sicher sogar. Entschuldigung. Hast du zugenommen? Das stimmt doch gar nicht. Nicht ein Gramm! Wieso bist du nicht an der Theke? Entschuldige bitte! Oh je! Siehst du fertig aus, du Ärmste? Unsere zukünftige Schulleiterin ist furchtbar müde. Wenn unser Töchterchen Serafina dann mal eingeschult wird, werden wir uns richtig vor dir fürchten. Das war's. Alma kommt nicht mehr. Du hättest nicht so mit ihr reden dürfen, das geht so nicht! Sie arbeitet seit 20 Jahren für uns! Ich habe mit Andi gesprochen. Wir müssen das jetzt ganz genau festlegen. Du hast deine Schule und ich habe das Hotel. Du gibst deine Stunden und ich leite jetzt das Business hier. Ha! Hallo Paul, sag mal auf mal wieder. Ich grüße dich, liebste Schwägerin und Schwägerin. Sag mal, verliebt ist Maya bei euch. Ich habe uns soeben ein Schlauchboot organisiert und würde mit ihr heimfahren. Sie ist oben. Fantastisch. Übrigens, Knoten, so wie draußen, sind nicht unüblich. Die hat es schon immer gegeben. Sie sind quasi so alt wie die Erde selbst. Da braucht sich wirklich keiner zu wundern. Ach, hallo, Carsten Brandhuber. Ursprünglich befanden sich alpine Ökosysteme mal in einem Kreislauf, bei dem die Schneemassen im Frühjahr schmolzen und ins Tal gelangen. Am Ende des Jahres stieg das Wasser auf und gefroren in den Bergen. Aber durch den Klimawandel schmilzt mehr Wasser als normalerweise. Wissenschaftler sind sich sicher, nur als Sinnflut auf das Jahr 6300 vor Christus datieren zu können. Plus minus 50 Jahre. Versteht sich natürlich. Naja,
ist eine fantastische Sache, denn Muscheln und auch Schnecken haben zu dieser Erkenntnis beigetragen. Quackermuscheln. Ganz toll, Theodora. Magnum Nopus. Wie dem auch sei, ganz viel Wasser war natürlich auch im Spiel. Nun ja, genau gesagt. Wissenschaftler haben herausgefunden. Sind dann aber wieder reingegangen. Ich gehe da mal lieber mein Spätzchen. Und Sie? Heißen die wirklich mit Vor- und Nachnamen Gotthard? Ja. Sie armes Schwein. Was machen Sie so? Ich erforsche Gletscher. Wenn nichts passiert, wird der Meeresspiegel so schnell ansteigen, dass die Welt erledigt ist. Man müsste das ganze geschmolzene Eis wieder zurück an die Pole pumpen. Ja. Das wären 3600 Kubikkilometer Wasser bei einem Meeresspiegelanstieg um einen Zentimeter pro Jahr. Dafür fehlt uns die notwendige Infrastruktur. Wir sind im Eimer. Ja, durch den Klimawandel läuft mehr Wasser unter die Gletscher. Wie ein Schmiermittel. Ein Schmiermittel, dadurch rutscht der Gletscher schneller. Na und? Gotti, komm schon, du bist doch ein kluges Bürschchen. Du hast doch einen Plan. Ja, man pumpt das Wasser unter den Gletschern ab. Durch Schmelzlöcher. Das geht? Das geht. Durch das Eigengewicht des Gletschers läuft das Wasser hoch. Man pumpt es dann ab und leitet es auf stabiles Eis in der Nähe. Und wie viel Wasser wäre das? Alle Gletscher zusammen. 60 Kubikkilometer Wasser. Klingt viel. Es sind weniger als 3600 Kubikkilometer Wasser. Ein Sechzigstel, um genau zu sein. Es müsste mindestens ein Drittel des Schmelzwassers abgepumpt werden, um eine ausreichende Bremskraft zu erzielen. Nicht? Über was wird denn hier gesprochen? Unser Gletscherexperte hier hat eine Idee, wie man die Welt retten kann. Da bin ich aber gespannt. Lieber Nie, können die hier herren? Ja. Ich glaube, ich müsste mal meine Frau aufs Zimmer bringen. Schade, schade, ich hätte das jetzt eigentlich ganz gerne gehört. Ich hätte nämlich auch den einen oder anderen ganz guten Vorschlag. Und haben Sie davon mal irgendwo erzählt? Nein, bisher nicht. Ich meine Ihren Vorschlag, der Politik und so weiter. Nicht mein Ding. Ein Wissenschaftler, der sich auf Geoengineering einlässt, ist kein Wissenschaftler mehr, sondern Politiker. Hassmails. Steine durchs Fenster. Nein, danke. He's talking, hä? Sprichst? Hani? Ich hab's dir schon so oft gesagt. Du sollst bitte keine Angst haben. Du sollst uns sagen, was gemacht werden muss. Bitte. Ich möchte bloß wieder zurück aufs Eis. Er spricht, wenn er spricht, hä? Huh? He talks when he talks. You can leave your hat on. Ich helfe mit dem Gepäck. Schönes. Hallo. Kennst du mich noch? Philhard. Philhard? Pitö. Philhard, Pitö. Ach so, Dorf, ich hab geangelt. Oh, hast du schon was gefangen? Ja. Hier, schau. Oh, das war wohl mal eine Katze. Ja, und das hier ist der Kopf, habe ich schon abgeschnitten. Oh, schön.
Kannst du mir noch helfen, den Bauch aufzuschneiden? Natürlich. Ich bin ja schließlich beim Brand- und Katastrophenschutz. Mamilein sagt immer, Tiere sind lieb. Manche Menschen essen Tiere. Warum tun sie das? Nun ja, wir sind ja auch nur Tiere und Tiere essen schließlich nun mal Tiere. Schau mal, was ist das? Oh, das ist wohl das Herz. Du, magst du dem Mamilein sagen, dass Onkel Pillard später zu Besuch kommt? Ja, ich sag's dir, wenn ich Mamilein das hier zeige. Genau, zeig dir das mal lieber. Das Wasser steigt weiterhin seit Tagen. Inzwischen sind niedrige Hauseingänge und Kellerwohnungen überflutet. Der Strom des Rheins hat massenweise kleine Pflanzen entwurzelt. Im Wasser schwimmen tote Tiere. Viele Konstanzer und Konstanzerinnen werden vermisst. 7 Todesfälle sind bereits bestätigt. Ich befinde mich hier in einem Hotel auf einer Erhöhung und spreche hier mit der Besitzerin und Leiterin des Grand Hotel Imperia Sommer Seezeit Martini, Frau Olivia Hoffmann. Frau Olivia Hoffmann, wie sind Sie betroffen? Wir haben bisher noch keine Probleme. Es ist alles in Ordnung. Haben Sie Vorkehrungen zu treffen, wenn das Wasser weiter steigt? Nun, da sich unser Hotel auf einer Anhöhe befindet, sind wir nicht im unmittelbaren Risikogebiet. Okay. Wir sind vorbereitet. Wir haben den Keller komplett ausgeräumt und die Tür wird demnächst druckdicht gesichert. Ah. Wie beteiligen Sie sich als Betrieb bei der Hilfe von Konstanzern und Konstanzerinnen, die Haus und Hof verloren haben? Wir stellen einen Teil unserer Räumlichkeiten für Betroffene zur Verfügung. Hier tun wir alles, um zu helfen. Natürlich muss unser Hotelbetrieb auch noch weiterlaufen, sodass wir nachhaltig helfen können. Ein Großteil unserer Einnahmen generieren wir über die Vermietung unserer Apartments. Das ist wirklich löblich. Wir müssen alle zusammenhalten in diesen schweren Zeiten. Das war Enrico Augustus Heinrich aus dem nassen Konstanz. Sehr schön. Wagen packen, Europabrücke. Los, 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 wir haben keine Zeit. Ich bedanke mich. Passen Sie gut auf sich auf. Auf Wiedersehen. Passen Sie auch auf sich auf. Wie kommst du dazu, so etwas alleine zu entscheiden? Wie gesagt, Olivia, du hast die Schule und ich habe das Hotel. Du brauchst dich um gar nichts mehr zu kümmern. Obwohl, könntest du vielleicht noch die ganzen Gläser aufräumen, die ihr alle immer stehen lasst? Danke. Das hört ja gar nicht mehr wieder auf, wa? Boah, ekelhaft. Erkennt euch nicht. Sag mal, wo ist denn Alma? Ja, Nathalie, wo ist denn Alma? Haben wir eigentlich auch was Regionales? Ich will keine Industrieflöre mehr. Das sind ja mal ganz andere Töne hier. Ja, Maya, ich passe jetzt halt meinen Lifestyle an. Ich wollte unser Angebot sowieso mal überarbeiten. Danke, Tamara, das wäre super lieb. Ja, wir können direkt anfangen, komm. Ich kann so einfach nicht mehr weitermachen, Wolfgang. Nur du hörst mir nicht zu. Nein, du hörst mir nicht zu. Du bist ja nicht zu Hause. Ich arbeite, ich verdiene unser Geld. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Wir sind wegen dir hierher gezogen. Jetzt gehst du nicht mehr zur Therapie. Hast du schon mal rausgeschaut? Wie bitte soll ich denn zur Therapie gehen, Wolfgang? Wenn man etwas wirklich will, Luns, dann bekommt man das auch hin. Hier habe ich ein bisschen Medizin für Sie. Für Sie. Soll helfen. Was soll das helfen? Theodora jetzt nicht. Als ich gehört habe, dass unsere Wohnung unter Wasser steht, bin ich sofort nach Hause gerannt. Meine Verstärker waren komplett durchnässt. Nun aber komplett überfordert. Sie haben die Altstadt evakuiert. Die Abflüsse sind bestimmt nur verstopft. Mit Quackermuscheln. Ihr könnt natürlich hier bleiben. Danke. Können wir das nochmal absprechen? Nur für eine bestimmte Zeit. Wir finden eine Lösung. Als ich meine Instrumente und meine Plattensammlung im überschwemmten Zimmer gesehen habe, das Wasser trug Dreck und tote Tiere mit sich und Luna war noch nicht mal in einer verschissenen Wohnung. Ich war in der Abstellkammer und hab nach den Sicherungen geschaut, Wolfgang! Mein Herz stand still. Ich griff nach meiner Gitarre und rannte los. Ist ja gut, ist ja gut. Ihr könnt bleiben. Danke. Mamilein, schau mal! Oh, Bosse Mai! Ich hab dir doch gesagt, keine Tiere töten. Die war schon so. Oh, na gut.
Hast du schön gespielt? Ja, Philard hat mit mir gespielt. Wie nett von ihm. Ich soll noch sagen, dass er später zu Besuch kommt. Wie schön. Der Herr Petö kommt hier letzte Zeit oft vorbei, oder? Es heißt Petö. Er ist beim Brand- und Katastrophenschutz. Ihm verdanken wir es, dass Sie hier so gut ausgestattet sind. Ja, ja, interessant. Ich frage ja nur. So, da wären wir jetzt in der Lobby, falls Sie mal einen Martini trinken möchten. Sven, was machen diese Obdachlosen hier? Das sind Blutopfer. Ich kümmere mich drum. Komm, Basse mal hin, wir helfen jetzt den Leuten. Nee, die kommen hier nicht ins Haus. Wenn das mal gut geht. Oh, ich ahne Böses. Wahrscheinlich haben wir Blut. Weil immer jeder seine Getränke hier stehen lässt. Komm, meine Liebe, jetzt heitern wir dein Gemüt mal wieder ein bisschen auf. Kennen Sie die Beatles? Natürlich kenne ich die Beatles. Einmalig fantastisch. Kennen Sie die Beatles? Ja. Dann werden zwei Komponenten gefunden. Kommen Sie, kommen Sie. Oh. Jetzt werden wir wahr. Und aus der Übung. Zurück in Berlin? Ich wollte es dir sagen, es ist noch nie der richtige Zeitpunkt. Du gehst weg? Bis in einem Jahr. Die Therapieplätze, das kann dauern. Also, aber schon so schnell wie möglich. Ja, ja, Schatz. Dann drücke ich euch die Daumen. Ah ja. Ihr könnt bestimmt so lange hier bleiben, bis ihr was Neues gibt. Ja, und das wäre doch schon mal was. Hm? Ich zeige euch gern mal das Hotel und Paul hilft mit dem Gepäck. Dann los! Schön hier. Und Andreas hat das echt alles falsch gemacht. Ja, und Geld ausgegeben, das wir nicht haben. Ist eine riesige Katastrophe. Er reitet uns immer weiter in die Schulden. Wofür hat er denn das Geld ausgegeben? Was er allein für In-App-Käufe ausgegeben hat. Das ist beschämend. Ein erwachsener Mann zahlt Unmengen von Geld, um irgendwelchen Krimskrams in Handyspielen zu kaufen. Er zerstört unsere gesamte Hinterlassenschaft. Dann kommen wir vielleicht endlich hier weg. Einfach hier weg. Meine Güte, Maya. Jetzt sitzt du hier wieder zu Tode betrübt. Lach doch endlich mal wieder! Sei leise! Du hast überhaupt keine Ahnung. Maya, ich höre dir zu. Ich liebe ihn. Das will ich auch hoffen. Schließlich seid ihr schon seit 10 Jahren verheiratet. Ich liebe Wolfi. DJ Moonlight. Wolfgang. Das will ich jetzt mal überhört haben. Er ist genauso unglücklich wie ich. Als wären wir dieselbe Seele. Hör doch auf, seinen Stuss zu reden! Mann, Liebe hat viele Gesichter. Ich will euch auch was sagen. Ich bin nämlich bi. So ein Quatsch, Easy! Du schnappst so viel auf! Und du bist doch einfach nur frustriert, weil du noch nie verliebt warst. Du hast doch überhaupt gar keine Ahnung von Liebe. Frechheit! Er ist verheiratet, Maya. So wie du mittlerweile auch. Er liebt mich auch. Und jetzt? Er geht weg. Wie weg? Sie gehen zurück nach Berlin. Berlin, da wäre ich jetzt auch gerne. Ich auch. Zurück in Berlin. Da wäre einfach alles besser. Mich macht mein Leben hier auch so krank.
Und dann? Glück, Liebe, Hoffnung. Ist dir schon mal aufgefallen, dass Tamara dich toll findet? Tamara? Echt? Ich dachte immer, dass die mit Sven flirtet. Nee. So sehr, wie sie dich vergöttert, das findet man schnell nicht wieder. Echt? Red dir nicht ein, du stehst plötzlich auch auf Frauen. Olivia? Hast du die Rechnung von meinem Schreibtisch genommen? Du lässt an mir keine andere Wahl! Es reicht mir langsam. Wo ich euch drei schon mal da hab, was habt ihr eigentlich gegen mich? Ich sag nur In-App-Käufer, Andreas. Was? Ich schnüffelte meine privaten Unterlagen? Ich mag nicht mehr. Ich rede jetzt. Erstens, ihr habt was gegen Nathalie von der ersten Sekunde an. Sie kam hierher ohne Vorurteile, gibt mittlerweile ihr letztes Hemd dafür, dass hier was läuft und ihr behandelt sie immer noch wie ein Eindringling. Seid so verwöhnt. Zweitens, kam wohl immer noch nicht damit klar, darauf klar, dass ich nicht Vater bin. Ich, nein, wir führen das Hotel auf unsere Weise und sind zufrieden. Und drittens, ich habe eine Hypothek aufs Hotel auf. Wie bitte? Ich weiß, ich hätte es mit euch absprechen müssen, aber wir müssen die Schulden... Wie wir? Ich muss die Schulden begleichen. Paddeln wir heim, Spätzchen? Sie wir reden morgen weiter! Sie evakuieren nämlich gerade anscheinend das Paradies. Hm? Ach, und wir sehen uns ja morgen, wie gehabt, wenn die Stelle der Schulleitung bekannt gegeben wird. Komm. Unfassbar. Wir evakuieren gerade gefühlt das ganze Paradies. Nathalie hat mein ganzes System verändert. Das hat sie nicht mit mir abgesprochen. Kann ich dir irgendwie helfen? Nee. Dank dir sind die Leute mittlerweile auf der Gästetoilette eingenistet. Ja, da war noch Platz. Komm, setz dich bitte einfach hin. Ja? Und sag gar nichts mehr. Keinen einzigen Mucks. Ich weiß schon. Ich weiß nichts. Schon klar, ich weiß nichts. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass mir mein Fuß lieb ist. Ja, mein Fuß trägt mich den ganzen Tag. Ich habe ja nichts zu sagen. Ich denke an das Herz, das in meiner Brust schlägt und frage mich, wer befiehlt ihm das? Es ist ja ein Wunder, dass ich überhaupt komplett aus meiner Mutter rausgekommen bin. Mit zwei Beinen und zwei Armen und einer Nase. Ihr habt alle euren Platz gefunden. Ihr wisst, was ihr könnt und ihr wisst, was ihr macht. Aber in dieser ganzen Pampe muss es doch auch Leute geben, die umherirren. Ich weiß nichts. Ich kann nichts. Ich bestimme nichts. Ich pfeife. Sven pfeift einfach. Geht's dir gut? Komm schon, Sven, es war nicht so gemeint. Du weißt doch, wie es hier gerade läuft. Wie dem auch sei. Komm schon, Sven. Komm schon. Ihr könnt mich alle mal. Blaukraut bleibt Blaukraut und Blaukraut bleibt Blaukraut. 3, 2, 1. Ja, ich stehe hier mit Frau Evian. Evian. Ja, eine der vielen Flutopfer hier in Konstanz. Frau Efeu war Filialleiterin im Müller an der Mark-Filiale.
Erzählen Sie von Ihren traumatischen Erlebnissen. Zuerst hieß es, das Wasser stehen nur zur Unterführung zum Bahnhof hin. Als wir dann knöcheltief im Wasser standen, wussten wir nicht mehr weiter. Ich bin mit meinen Mitarbeitern hochgegangen. Wir mussten alle Türen verriegeln. Ich wusste einfach nicht mehr weiter. Haben Sie Anweisungen bekommen? Nein, überhaupt gar nicht. Allerhöchstens, dass wir Ruhe bewahren sollen und abwarten sollen, bis das Wasser wieder abfließt. Aber es floss und floss einfach nicht ab. Was ist dann passiert? Was ist schon passiert? Raus in die Flut, dann konnten wir nicht. Es wäre viel zu gefährlich gewesen. Das hätte man auch alles verhindern können. Und wie lange saßen Sie in der Falle? Filiale. 4 Tage. Keiner kam, uns zu retten. Erst nach 4 Tagen. Ja, und wie haben Sie sich dabei gefühlt? Also, Sie können das einfach, wenn Sie es einfach nochmal so erzählen könnten wie vorhin, Sie müssten sich gar nicht zurückhalten, einfach in die Kamera rein. Gar kein Problem. Naja, es war kein gutes Gefühl, wissen Sie. Könnten Sie da konkreter werden? Ich habe mich im Stich gelassen gefühlt. Ja. Meine Mitarbeiter und ich, wir haben ja, den... Also, okay. Wie genau äußert sich Ihr Trauma? Sie könnten gerne auch mal weinen, das wäre gar kein Problem. Hören Sie mir zu, okay? Hören Sie mir zu! Ich habe nichts mehr, nichts! Meine Wohnung, mein Viertel, alles steht unter Wasser, alles ist evakuiert. Diese Kleider hier, das ist alles, was ich habe, okay? Ich weiß nicht, wie es weitergehen soll! Ich weiß noch nicht mal, was mit meiner Katze geschehen ist. Die gut möglich, dass sie schon längst tot ist. Die Stadt ist offensichtlich vollkommen überfordert. Das Amt für Brand- und Katastrophenschutz hat hier anscheinend völlig versagt. Das war Enrico Augustus Heinrich aus dem zerstörten Konstanz. Der hatte Wumms, ne? Der hat richtig Wumms, der Arthur. Da machen wir gleich nochmal ein paar Dinge, ne? Thank you.
Gaia sprach, wir müssen uns wehren. Die Mörder unserer Welt, unserer Mutter Gaia, werden auch uns töten. Wir müssen schneller sein, sonst ist es zu spät. Die Natur, Mutter Gaia, leistet schon ihren Beitrag. Sieh nur, wie sie alle noch im See nach Wasser suchen, wie wilde Tiere. Und die Politik spielt die Ahnungslosen, weil die Erkenntnis zu schmerzhaft ist. Dabei kennen sie die Zukunft. Die Zukunft ist schon da. Sie sagen, sie tun, was sie können. Aber sie tun es nicht. Es ist nicht schnell genug, Schwester. Tick, tack, tick, tack. Warum seid ihr heute hier? Wir wollen helfen, die Erde zu retten. Wir wollen endlich Verantwortung übernehmen. Wir wollen unsere Zeit ab jetzt sinnvoller nutzen. Einen ehrlichen Zweck erfüllen. Sehr gut. Wir steuern auf ein Massensterben zu. Ihr müsst bereit sein, den Verursacher dieses Massensterbens zu identifizieren und zu eliminieren. Wie wäre es mit direkten Anschlägen? Wäre das Bombardement eines Kohlekraftwerks zu gewalttätig? Ist das nicht illegal? Wenn wir es ernst meinen, brauchen wir eine Geheimabteilung, die den Wandel mit schwarzen Operationen voranbringt. Auf dieser Welt laufen hunderte Massenmörder herum, die mit ihren Taten verantwortlich für Millionen Tote sind. Ja, und wenn ein paar von ihnen sterben, dann bekommen die anderen vielleicht Angst und fangen an nachzudenken. Die Menschen wollen nicht nachdenken. Genau das hat uns hierher gebracht. Wir müssen tun, was getan werden muss. Ganz genau. Nein, stopp! Es muss doch auch ohne Gewalt funktionieren. Die Mutter Natur, sie schenkt doch Leben. Und die Menschheit nimmt es wieder. Auf einen Mord folgt doch der nächste. Wenn du aus der Zukunft kommen würdest und genau wüsstest, dass es einmal Menschen gab, die sich gegen den Wandel gewehrt haben und damit ihre Kinder und Kindeskinder zum Tode verurteilt hätten, würdest du sie nicht auch auslöschen wollen? Ja, natürlich würde er das. Natürlich würde ich das. Natürlich. Also. Serafina, Boss Mayel, kommt ihr bitte aus der Hitze? Unser Sonnencreme-Vorrat wird knapp. Nenn mich nicht Serafina, Mutter. Wir haben keine Namen mehr. Wir sind alle niemand, weil wir bereits tot sind. Nur noch Brüder und Schwestern im Kampf gegen den Tod Gaias. Dann zieht euch wenigstens Hüte auf. Oh, ich besorge uns Hüte. Helme. Aber heute ist doch noch die Abschiedsparty von den Jemulite. Sie ist Arschloch. Serafina, Boss Mayel, kommt ihr? Ihr kommt doch, oder? Andi, sortierst du bitte dieses Chaos? Das ist unprofessionell. Das habe ich dir schon 100 Mal gesagt. Wenn du dann ruhig bist. Was hast du gesagt? Nichts, mein Engel. Du hast natürlich recht. Tamara. Das Hotel ist bei mir in besten Händen. Ich gebe meine Aufgaben zwar nur ungern ab, aber es wird schon alles gut. Wenn die Frau von der Wohnung zusagt, können wir schon nächste Woche einziehen.
Welche jetzt eigentlich? Die in Kreuzberg oder in Charlottenburg? Kreuzberg natürlich. Ich will nicht nach Charlottenburg. Voll altbacken. Auf den Bildern hat mir die in Charlottenburg aber besser gefallen. Ich will da aber nicht hin. Na gut, dann nicht. Ach komm, Tamara. Das ist meine Chance. Das ist unsere Chance auf ein neues Leben. Ich weiß. Jetzt freu dich doch mal, Schatz. Ich muss noch Socken einpacken. In Berlin ist es bestimmt kälter als hier. Pass doch auf! Du mit deinen negativen Vibes, Maya! Über alles ist wahrscheinlich kälter als in diesem Drecksloch. Haben wir wohl mal wieder Pech gehabt. Ich habe aber Sonnenbrand, ohne überhaupt rauszugehen. Gutes Stichwort. Ich hole Serafina und passe meine Sonnencreme. Du gehst wenigstens von hier weg. Sei doch froh. Oh ja, ich freue mich so sehr. Nicht? Isabelle möchte gehen. Und ich möchte sie nur glücklich machen. Am Anfang wollte ich auch alles tun, um Nathalie glücklich zu machen. Aber mittlerweile langweilt sie mich nur noch. Wem sagst du das? Carsten treibt mich seit 15 Jahren in den Bann. Ja, also das würde jetzt so ablaufen, Sie würden mit mir reden, nicht mit der Kamera, das würde unnatürlich wirken, einfach mit mir wie in einem normalen Gespräch quasi, okay? Okay. Ja, also wirklich. Gut. Gut. Dann geht's los in 3, 2, 1. Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Mein Name ist Enrico Augustus Heinrich und ich begrüße Sie zu den Brennpunktnachrichten. Die Lage in Konstanz spitzt sich zu. Der Wassermangel aufgrund der andauernden Hitzewelle wird immer brisanter. Ich bin hier mit einem der Verantwortlichen, Herrn Peter. Herrn Peter, schön, dass Sie heute Abend Zeit für uns hatten. Entschuldigung, da muss ich Sie gleich unterbrechen. Es heißt bitte, Philhard, bitte. Sicher. Ich habe mit meinem Team recherchiert und rein über gar nichts über irgendeinen Herrn Peter in irgendeinem Amt in Konstanz herausgefunden. Das wird ja auch wahrscheinlich daran liegen, dass er immer noch Petö heißt. Philhard Petö. Ja. Sie haben mir gerade erzählt, dass Sie in Zeiten der Flutkatastrophe Mittel bereitgestellt haben, verschiedenen Betrieben in Konstanz? Ganz recht, ganz recht. Da handelt es sich um den Antrag B63. Ja, Antrag ja. Also, für... Ja, also, wenn ich dir gleich mal unterbrechen darf. Ich verstehe nicht, warum Sie vor allem dem Hotel Grand Hotel Imperia Sommer Seezeit Martini Geld gespendet haben, die doch an einem der höchsten Stellen in Konstanz sitzen. Nun ja, wir beim Brand- und Katastrophenschutz haben verschiedene Kooperationen mit Organisationen und Institutionen für Prävention. Da handelt es sich damals um ein ganz neues Programm. Vorsicht ist besser als Nachsicht. Ja. Wissen Sie, ich habe Informationen, dass Sie das Geld nur diesem Grand Hotel gespendet haben, weil Sie eine Affäre mit der Besitzerin Nathalie Hoffmann haben? Diese Vorwürfe weise ich ganz klar zurück. Sind Sie nervös? Meine Vorwürfe weise ich zurück. Peter! Bitte. Wollen Sie was trinken? Wasser. Ja, dann ist Zeit. Man sagt, Sie hätten ein uneheliches Kind mit Nathalie Hoffmann. Diese Vorwürfe weise ich natürlich auch entschieden zurück. Fällt mir ein Zitat ein von Bertolt Brecht. Bertolt Brecht hat einmal gesagt, wer die Wahrheit verschweigt, ist ein dreckiger Hurensohn. Brecht. Großer Fan. Ja, natürlich, natürlich. Sie sind auch im Amt für Wasserschutz und Dürreproblematik. Sie haben ein neues Programm, bei dem Sie das letzte Wasser aus dem Bodensee in einen Pool für Privatkassenpatienten füllen wollen, ja? Das ist ja völliger Schwachsinn. Auch diese Vorwürfe weise ich entschieden zurück. Das verbleibende Wasser im Bodensee ist natürlich für alle Konstanzer und Konstanzerinnen gedacht. Aber kommen Sie da wiederum nicht in die Bredouille mit den umliegenden Ländern, die auch auf das Wasser vom Bodensee vertrauen? Wie kommen Sie zu solchen Behauptungen, Herr Peter? Wirklich? Meine Damen und Herren, Richard Petra, Amt für Wasserschutz und Dürreproblematik, Leiter für Brand- und Katastrophenschutz, Mensch für Abfallwirtschaft, Wasserversorgung und Stadtreinigung, leitet hier bei uns live im Fernsehen einen Hitzeschlag wegen den Umständen vor Ort. Da merkt man, es kann wirklich jeden treffen.
mir geht das auch alles unter die Haut. Ich als Leiter bei für Verteidigung und Sicherheit muss mit den verbleibenden Kollegen und Kolleginnen gegen eine Terrorzelle ankämpfen. Children of Konstanz nennen die sich. Sie glauben ja nicht, wie viele Anträge wir da schon gestellt haben, um die finanziellen Mittel bewilligt zu bekommen. Sicher, sehr interessant, aber dafür haben wir keine Zeit mehr. Das war Enrico Augustus Heinrich für Sie da draußen. Also Herr Heinrich, diese privaten Fragen, das war so nicht abgesprochen. Sie wissen ja gar nicht, in was für ein Licht Sie mich damit gerückt haben. Herr Peter, so ist das Geschäft. Pack deine Sachen! Was ist denn los? Wenn wir schnell sind, dann schaffen wir es über die Grenze in einen Schweizer Bunker. Aber hier werden wir nicht überleben. Jetzt mach mal halblang. Was? Komm, pack das Nötigste ein. Was mit meiner Mutter? Ich hab's versucht, Paul. Ich hab's wirklich versucht. Aber es gibt nur zwei Plätze. Wir haben keine Zeit, sonst sind sie weg. Komm jetzt! Du erwartest, dass ich einfach durchbrenne, um fortan unter der Erde zu leben? Ja, mit mir zusammen. Deinem Mann. Aber ich kann doch meine Mutter nicht einfach im Stich lassen. Sie ist vollkommen hilflos. Ja, wenn, dann jetzt. Entscheide dich, Paul. Entscheide dich fürs Leben. Mit mir. Ich kann nicht. Was? Ich kann und werde nicht einfach abhauen und mich wegsperren. Meine Mutter braucht meine Hilfe. Du hast gesagt, wir kümmern uns um sie. Dann hast du dich also so entschieden. Gegen mich. Aber ich will mich doch nicht gegen dich entscheiden. Ich kann nur nicht. Lebe wohl, Paul. Ich sollte dir noch schöne Grüße ausrichten. Fuck! Ich hoffe, du hast das langsam mit Wolfgang beendet. Na. Was ist denn hier schon wieder für eine Weltuntergangsstimmung? Immer dieser Hang zur Tragik. Ich sage ja, Panem et circenses. Brot und Spiele, das haben auch schon die alten Römer gesagt. Warum nicht die Situation nutzen? Ein Wagenrennen im ausgetrockneten Bodensee. Ja, warum denn nicht? Sieht aus, als ob du eine Steckdose gefasst hättest. Ich habe ihm auch schon gesagt, das sieht furchtbar aus. Also solch ein Quatsch. Ich sehe doch Jahre jünger aus. Gefällt's dir, mein Spätzchen? Kein Kommentar mehr. Tamara, ich habe alles eingepackt. Oh Gott, wie siehst du denn aus? Naja, die Kinder in der Schule brauchen noch einen fetzigen Look. Ein hebes Vorbild, damit sie mehr Lust haben am Lernen. Das tun die nämlich, wenn die erkennen, dass ihr großes Vorbild auch nur ein Mensch ist. Kann man ja alles nachlesen in meinen Büchern. Wie dem auch sei, es lag auf der Hand. Optisch muss ich mich den Kindern annähern. Intellektuell bin ich natürlich nach wie vor haushoch überlegen. Also ich find's phänomenal. Ich find's phänomenal, wenn du etwas leiser und weniger reden würdest. Mein Kopf droht zu explodieren. Ja, sicherlich, sicherlich. Unsere Schulleiterin erledigt ihren Beruf wirklich mit einem Talent. A la Bonheur. Par excellence, wie man so schön sagt. Auch ich hätte mich ja durchaus gerne diesem Amt gewidmet. Aber als moderner Mann möchte ich mich nicht in den Weg einer aufstrebenden Schulleiterin gestellt haben. Schließlich müssen wir auch Frauen in Führungspositionen bringen, nicht? Genug der Worte, Carsten. Ich werde noch ganz rot vor Schmerz. Andreas, ein Martini bitte. Gut. Schneller, komm. Noch ein. Geht nicht? Wieso nicht? Weil, also... Deine Tagesration ist schon verbraucht, meine Liebe. Wie bitte? Zwei, vier Jahre!
setzen wir ihr fest! Ich hab den Jammer unterstützt! Weißt du, wie viel ich dir ermöglicht hab? Und du, du machst nichts daraus! Nie machst du irgendwas! Er ist ein Feigling, der sich hinter seinem Gletscher versteckt! Die Gletscher! Glaubst du eigentlich, die gibt's noch? Ha? Bei dieser Scheißhitze! Du hättest einfach mal den Mund aufmachen müssen, als es doch darum ging, deine Gletscher zu retten! Du stehst für nichts ein! Niemals so irgendwas! Das ist zum Kotzen! Weißt du, was ich alles für dich getan hab? Nie! Gottchen! Ohne Gletscher wird's doch immer heißer. Wann beginnt diese dumme Abschiedsparty? Wenn unsere Ehrengäste da sind. Ey, wer hat mein Schleifpapier gesehen? Dein Schleifpapier? Wozu brauchst du denn Schleifpapier? Na, ich schnitze. Du schnitzt? Ja, ein Baseballschläger. Und warum? Weil mir Schnitzen Spaß macht. Und was schnitzt du alles? Baseballschläger, habe ich doch gerade gesagt, Andreas. Ah, voll schön. Ja, also, hat jetzt irgendwer mein Schleifpapier gesehen oder nicht? Schau mal im Keller vielleicht. Ja, ich weiß wo, ich zeig's dir. Schau mal, wen ich hier habe. Unsere Gäste des Abends. Das wäre wirklich nötig gewesen. Ach, Pappalapapp, das machen wir doch gern für unseren Lieblingsmusiker. Und die Glockenbacher Herzdamen spielen dir auch noch was zum Abschied. Macht's uns ja wirklich schwer zu gehen. Danke. Gerne. Ich würde auch gerne mal deinen Song spielen. Ja, gerne. Aber wir bleiben nicht so lang. Das Umzugsunternehmen kommt doch schon morgen früh um 7. Come on, Loons. Unser letzter Tag hier. Um ehrlich zu sein, Wolfgang, halte ich das hier nicht mehr länger aus. Kann es auch irgendwann mal um mich gehen? Kannst du mich diesen einen Abend lassen? Ich würde auch schon alleine vorgehen und dir deinen Abend lassen. Aber du weißt, dass ich das nicht kann. Das haben wir doch alles schon besprochen hier in der Paartherapie. Ein Abend. Ein Abend, in dem es nicht mehr nur um dich geht, Luna. Wir hatten es davon in der Therapie. Du weißt, ich will das nicht. Du weißt, ich bin nicht gerne so. Mann, Wolfgang. Ohne Scheiße, du weißt, ich wäre gerne die aktive, selbstständige Frau, die dich unterstützt hat und die von dir geliebt wurde. Ich hoffe, du kannst mir irgendwann verzeihen dafür, dass ich so bin, wie ich bin. Und ich weiß immer auch. Welt gegen einen ist. Ich habe einfach keine Kraft mehr. Hat dir denn die Therapie nicht geholfen? Der Therapeut in Berlin meinte, ich bräuchte einen Szenenwechsel. Stress reduzieren. Ja, dann kamen wir hier an und der Therapeut hier hat gesagt, ich solle mein Leben aktiver gestalten. Was heißt das? Alle meine Freunde, alle meine Verwandten sind doch alle in Berlin.
Unterstützung, die fehlt mir hier einfach. Und Wolfgang war einfach so oft hier im Hotel. Also dachte ich, es wäre besser zurückzugehen. Zurück nach Berlin. Ich meine, Wolfgang bekommt bei der Hitzewelle hier ja auch keine Auftritte mehr. Verstehe. Ich hoffe wirklich, dass es dir in Berlin wieder besser geht. Ich auch. So kann es nicht weitergehen. Dieses Lied wurde von meiner Zeit in Konstanz inspiriert. And I love forever to touch you, 'cause I know that you feel me somehow. But the closest to heaven, but I'd rather be, and I don't wanna go home right now. And all I can taste is this moment, and all I can breathe is your light. And sooner or later it's over, 'cause I don't wanna miss you tonight. And I don't want the world to see me, 'cause I don't think that they'd understand. When everything's meant to be broken, I just want you to know who I am. Just to know you alive. And I don't want the world to see me, 'cause I don't think that they understand. When everything's meant to be broken, I just want you to know who I am. And I don't want the world to see me, 'cause I don't think that they Abschiedsparty feiern. Kommt! Wir gehen hier nicht weg! Hört auf euer Mamilein! Alle!
einfach auf. Blutz! Das können wir doch nicht machen. Zeit zu gehen, Wolfgang. Ich will mich nur kurz verabschieden. Olivia. Grüß Berlin von mir. Mach ich. Easy. Wir sehen uns in Berlin. Das bestimmt. Bitte beeil dich. Vergiss mich nicht. Ach wie, ihr wollt schon gehen, aber die Glockenbacher Herzdamen wollten dir noch was zum Abschied spielen. Aber ich meine, gut, Kasunke, Reisende soll man nicht aufhalten, nicht? Carsten. Boah, die Glockenbacher Herzdamen würde ich auch noch richtig gern zum Abschied hören. Oh nee, ich finde die grässlich. Ich würde sie mir aber zum Abschied wünschen, Schatz. Und ich möchte sie nicht hören. Dann halt nicht. Pump mich nicht so an! Alma! Alma! Olivia! Meine Liebe, wir haben uns lange nicht mehr gesehen. Wie geht's dir? Gut, sehr gut sogar. Ich fühle mich wieder richtig lebendig. Wie schön. Was machst du denn jetzt? Ah, beruflich umgesattelt. Ich setze mich jetzt für das Richtige ein. Das fühlt sich gut an. Das freut mich. Und wie geht's dir? Lass uns nicht drüber reden. Hast du gekündigt? Ich bin jetzt Schulleiterin. Ah, ja, auch schön. Die Kinder freuen sich sicher. Aber ich will nur zurück nach Berlin. Ich weiß. Das wollt ihr alle. Alma, ich gehe wieder nach Berlin. Hallo, Isabel. Schön, was machst du da? Weiß nicht, vielleicht studiere ich was. Ah. Okay. Ich dachte, wir wollten ein Hotel eröffnen. Ach so, nee, Tamara. Ich habe jetzt doch andere Pläne. Ich habe echt genug von Hotels. Aha! Und was passiert da mit mir? Weiß nicht. Du kannst dir doch auch irgendwas suchen, oder? Ich dachte, wir wollten nach Berlin, um uns gemeinsam ein neues Leben aufzubauen. Tamara, ich kann echt nicht bei allem Rücksicht auf dich nehmen. Isabel, du nimmst nie Rücksicht auf mich! Ich hab gesagt, du sollst mich nicht so anpumpen. Ganz ehrlich? Du bist so eine verwöhnte, egoistische, dumme Kuh! Wenn du mich wirklich lieben würdest, dann würdest du sowas nicht sagen. Bitte, wenn du mich wirklich lieben würdest, würden wir solche Konversationen gar nicht erst führen. Mann, ich ermögliche uns ein neues Leben, Tamara. Oh nein, nein, nein. Du ermöglichst dir ein neues Leben und ich bin nur dein Mittel zum Zweck, weil du von alleine rein gar nichts hinkriegen würdest. Mir reicht's. Was soll das denn heißen? Mir reicht's. Geh doch nach Berlin, aber ohne mich. Soll das heißen, du machst Schluss oder was? Ja! Ja! Ich mach Schluss! Alma! Wir müssen gehen! Sehr gerne sogar. Jetzt die Glockenbacher Herz. Lass sie doch rein, die Lieben. Kommt, helft doch mal mit den Notenständern. Nein? Da seid ihr ja, Mensch. Hey, dann sei auch du, Jörn. Ne? Wie lange bist du jetzt bei den Glockenbacher Herzen? Viel zu lange. Falsche Antwort. Es ist, muss doch herrlich sein, jeden Tag Musik zu machen. Ne? Hier in dem Hotel. 18 Jahre. Ja, ja. Also ich meine, bitte. Da hat Fadi eine gute Wahl getroffen. Jeden Tiefpunkt habt ihr überwunden. Meine Musik ist einfach gut. Und ihr war robust gesungen. Ich bin mal gespannt. Ich
So good.
gerne noch zu dieser jungen Frau was sagen. Also, das ist Fiona und Fiona hat sich den Arsch abgearbeitet für die Kostüme. Und ich möchte das nochmal sagen, weil du einfach alles gegeben hast und immer alles gibst. Und ich brauche nochmal einen Applaus extra für dich. Fiona! Also, wenn ich jetzt gerade schon die Chance habe, was zu sagen, ich habe so ein paar Zahlen und Fakten zum Thema Kostüme. Insgesamt haben wir 24 Darsteller. 10 davon haben Umzüge, insgesamt 15 Stück. Wir sind zu zweit in der Kostümabteilung und haben es geschafft, innerhalb von 4 Wochen 39 Outfits zusammenzustellen. Abteilungen haben eben auch die Chance, den ganzen Schauspielern, die den Charakteren, die sie darstellen, eine Hülle zu verpassen, ein Aussehen. Kleider machen Leute und der Spruch stimmt einfach. Und leider hat das Kostüm so ein bisschen an sich, dass die Abteilung chronisch unterbesetzt ist. Deswegen möchte ich hier jetzt mal auch nochmal die Chance ergreifen, um alle, die Lust haben, Theater zu machen und vielleicht sich nicht unbedingt auf die Bühne trauen, aber trotzdem einen unglaublich wichtigen Job erledigen möchten, können gerne mit ins Kostüm kommen im nächsten Semester. Wir umarmen euch herzlich als Teilnehmer. Ob Doris, du aus den Werkstätten heute da bist. Doris, komm auf die Bühne, ja, zack! Du kriegst auch was, komm! Dankeschön. Genau. Doris ist Mitarbeiterin in der Metallwerkstatt, richtig. Und wir haben ja, wie Sie gesehen haben, diese fantastische Drehbühne und das wurde ja über 2 Semester von Professor Lege aus dem Maschinenbau betreut, aber mit ganz viel Unterstützung natürlich auch von euch und deswegen auch für dich nochmal einen Riesenapplaus und vielen Dank. Grundlage ist ja 3 Schwestern von Anton Tschechow und ja und ein Bruder. Sorry Flo. Genau und das ist wirklich in krasser Arbeit auch zusammen entstanden und vielen vielen Dank euch für die Ideen und für die Zeit. Andere Person noch ehren, die noch gar nicht da war, und das ist die liebe Karin Kaiser. Ich bitte dich auf die Bühne. Karin! Hier diese Runde schon mal für dich. Karin ist Professorin für Kommunikationsdesign und Sie haben vielleicht schon diesen Flyer vorher rumliegen sehen.
Und zwar ist das unser Magazin über 30 Jahre Theater an der Hochschule Konstanz. Und auch mit Gerhard Dressel hier noch im Raum sitzen, ich weiß nicht, wo du sitzt, aber auch entstanden und mit ganz vielen anderen in Unterstützung. Und du arbeitest dir auch den Arsch ab, ja, wie wir so viele. Und deswegen habe ich entschieden, dass wir dich heute zur Ritterin schlagen. Und sieht niemanden und ist trotzdem total überzeugt, ja, und arbeitet sich rein in dieses Thema. Und ich danke dir ganz doll dafür und das ist was ganz Wertvolles und ich danke dir. Ja, vielen, vielen Dank, Karin. Möchte ich aber, dass ihr auch noch mal zur Geltung kommt, weil diese Schauspiel-Crew, dieses Schauspiel-Ensemble, ihr seid einfach fantastisch, wie ihr alles mit durchgehalten bis 4 Uhr nachts hier proben, alles geben, die ganze Crew, jeder von euch, die Technik, wirklich, ich bin wirklich begeistert von euch allen, was für ein Engagement ihr habt, ohne euch wäre das nicht möglich. Ich habe euch alle richtig lieb. Also bitte. Lernen, austauschen. Das wäre es nicht gegangen und deswegen vielen, vielen Dank, mein Schatz. Thank you.